So, bin jetzt wieder draußen und habe mir noch ein lecker Eis geholt. Soll ja gesund sein, wenn man erkältet ist. Eis. So, lecker Karamell-Eis. So. Wieder einigermaßen gut. Wir haben heute Donnerstag, den 5. April und wie man sieht im Hintergrund bin ich immer noch zu Hause. Mein Auto ist soweit komplett alles. Also, oh, was laber ich denn wieder mit einer Scheiße hier? Also an meinem Auto ist wieder alles in Ordnung. Öl komplett gewechselt, Filterwechsel. Und wie man in dem Technikvideo gesehen hatte, wo ich den Motor gezeigt habe und dieses DEF-System da erklärt habe, so ein bisschen. Das ist im Video 33. Dieser EGR-Cooler und so. Die Sachen sind komplett raus jetzt, habe ich komplett ausbauen lassen, weil da wieder ein Luftleck war, also wieder so gepfiffen hat, wie er schon mal gepfiffen hat, wo der Krümmer undicht war, und da war diesmal an diesem EGR-Cooler eine undichte Stelle und deswegen habe ich einfach meinen Diesel-Heinis da komplett ausbauen lassen, das ganze Zeug raus. Zeige ich euch aber auch noch mal ein Video, wie das Ganze jetzt aussieht. Ja, fahre jetzt zu Aldi. Treffe mich mit meiner Frau, mit der Babsi. Wollen dann noch ein bisschen einkaufen und morgen geht es wieder auf die Piste. Es geht nach Georgia zum Laden. Ich muss genau noch gucken, wie viele Meilen, weil ich muss ja auch wissen, wann ich morgen früh losfahren muss. Und dann von da aus mit einer Stahlladung nach Las Vegas. Ja. Fahre nach Fahre dann nach Las Vegas. Sind 2000 Meilen, knapp 2000 Meilen, 1900 oder so, und oder 1700. Ja, auf jeden Fall bin noch nicht komplett gesund, aber ich muss ja wieder raus. Muss ja, der Rubel muss ja wieder rollen. Das ist halt der Nachteil, wenn man selbstständig ist. Denn kriegt man die Lehrzeit, die man zu Hause sitzt oder Urlaub hat, nicht bezahlt. Ja, als wenn man angestellt ist, ne? Dann kriegt man halt schön den Urlaub bezahlt, oder wenn man krank ist, kriegt man bezahlt. Das ist halt bei mir nicht der Fall. Und deswegen muss ich wieder rausfahren. Klar können jetzt noch eine schöne Woche zu Hause bleiben, aber gut, war jetzt eine Woche. Jetzt eine Woche zu Hause. Und das ist okay. Ja, nur mal so, so viel dazu. Und melde mich dann, denke ich mal, morgen früh, wenn ich losfahre. Bis dahin erstmal. Bis später. Bye. Hallöle, da ist er wieder. Ah. So, gerade fertig geworden mit Laden hier in Georgia für Las Vegas. Und das sind Gewindestangen, die
überdimensionale Gewindestangen. Und es sind 8 Pakete und eine Palette. Auf der Palette sind so eine riesen Muttern drauf. Und die stehen so blöd. 500 feet, turn left on, US-411. Dann habe ich die eine mal hochgehoben. Also die, ja, also das Risiko besteht, dass irgendwas runterfällt. Und das war ja eine nicht abgedeckte Ladung. Mittlerweile in Oklahoma, an der Grenze zu Texas, auf dem Weg nach Las Vegas und trinke erstmal meinen Kaffee. Schönes Wetter, aber da hinten kommen Wolken. Ich hoffe, dass es wirklich nur Wolken sind und nicht irgendwelcher Schneegedöns, weil wir haben hier sage und schreibe 0 Grad Celsius auf der gleichen Höhe wie Easley, South Carolina, wo ich wohne, und bei mir zu Hause sind es 20, 22, 23 Grad plus und hier sind es 0 Grad. Wetter ist verrückt. Hab gerade auf dem Radar geguckt, oben im Norden Schnee ohne Ende. Und ja gut, im Norden und in den Bergen, da kann man bis Schnee bis Mai haben. Das wissen wir ja. Und hier im Süden, aber diese Kälte, aber vor allem die Bäume werden grün, die Bäume fangen an zu blühen und wir haben immer noch 0 Grad Celsius. Das ist brutal. Naja, ich werde jetzt noch tanken. Habe meine Abfahrtskontrolle schon gemacht. Und dann will ich losfahren. Ja, 600 Meilen, 650 Meilen heute runterreißen und dann morgen noch ein bisschen und dann haben wir die geschafft. Es sind insgesamt noch 987 Meilen und dann habe ich sie geschafft. Also, bis später. So, wie gesagt, Tragsäule lasse ich heute mal ausfallen, tanke heute an der PKW-Säule und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Mal so eine PKW-Säule, da drüben stehen Trucks, PKW-Säule,
mal kurz nochmal einen Check machen hier. Reifen hat er zwar vorhin schon mal geguckt, aber ach so, meine Lichter muss ich auch nochmal gucken. Lichter. So. Lichter leuchten. Ja, meine Ladung klein, aber fein, aber schwer. Für mich schwer. Für einen großen Truck natürlich nicht, aber für mich. Oh, funktioniert. Mal ein kleiner Einblick in was ich geladen habe. Ja. So, bei der Gelegenheit zeige ich euch ja gleich nochmal, wie jetzt mein Motorraum aussieht. So, wie man sieht, sieht man hier nichts mehr. Hier war ja vorher der IGR-Cooler verbaut. Und hier war auch noch ein Haufen Zeug verbaut und ist jetzt alles weg. Da gibt es jetzt nichts mehr. Ja. Alles leer. Naja, okay. Licht geht auch hier. Sehr schön. So. Hier draußen ist, dass man die Kühlung hier draußen kriegt und nicht extra noch rennen muss, wenn der Britta voll ist. Jo, da haben wir das. Also, wieder einsteigen und weiter geht's. Kamera befestigen. Foto machen. Okay, melde mich dann später nochmal, ne? Also, bye bye. Jetzt meine 30 Minuten Pause hier in New Mexico, Encinco, ja, auf der I-40 Richtung Westen ist so ein geiler Truckstop hier, ja, Tankstelle mehr oder weniger, wo ein Haufen Zeug innen drin gibt. Guck mal, ob ich euch jetzt mal mit reinnehme und euch halt mal von drinnen zeige, was da alles schöne, für schöne Sachen gibt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal rein, nehme die Kamera mit und dann gucken wir mal, ob der Film da oder nicht. Ne? Also bis später. Bye bye.
Nee, für die ganz harten. Jetzt wieder draußen und habe mir noch ein lecker Eis geholt. Soll ja gesund sein, wenn man erkältet ist. Eis. So, lecker Karamell-Eis. So, ne? Und ich werde mich jetzt wieder zu meinem Auto begehen. Ich muss jetzt immer nur noch schnell was checken, weil den, wo ich getankt habe, hat er zu komisch gesummt an meinem Auto. Und muss ich mal gucken, was da gesummt hat. Summ, summ, summ. So. Heute früh war 0 Grad. Jetzt sind locker 25, 26 Grad. Wahnsinn. Mach ich jetzt aus. We'll be right back.
106 Meilen noch, dann ist der Tag auch erledigt. Der Sonntag. Ja. Sonntag ist dann vorbei. Dann habe ich es wenigstens bis Arizona geschafft. Kurz vor Flagstaff bleibe ich stehen. Und habe dann morgen noch 300 und ein paar zerquetschte Meilen zu fahren. Passt, oder? Ja. Würde mal sagen, ja. Also bis später.
wollen noch bis Vegas. Yeah. On this road for 11 miles.
Hello Ray, this is Mike. I'm the driver with your steel bars from Georgia. I'm right here on the traffic light. I'm turning right now in the Hugh Hefner Drive. Where I have to park? Yeah? Okay. Okay. I'm here. Thank you. Bye-bye. In 500 feet, turn left on West Nefso Drive, and then turn left in 700 feet. In 700 feet, turn left on South Valley View Boulevard, and then turn left in 650 feet. So Freunde, bin jetzt bei meinem Abladeort hier in Las Vegas. Das soll ich ja mal zeigen. Baustelle. So, hab den jetzt angerufen, den Meister hier von der Baustelle. Der weiß, dass ich hier stehe. Und jetzt warte ich nur noch, dass jemand kommt und mich abholt oder ablädt oder was auch immer. Keine Ahnung. Werd sehen. Ich werde mich überraschen lassen. Meld mich denn später, wenn ich leer bin. Und teile euch dann mit, wie es weitergeht. Bis denne. Fertig, abgeladen. Abgeladen und jetzt stehe ich hier rum. Oh, und weiß nicht wohin. Naja, mal gucken, vielleicht können wir den Truck hier irgendwo parken. Und kann auch ein bisschen rumtingeln hier. Ich werde mal jetzt über den Strip fahren ein bisschen. Und mal gucken, vielleicht kann ich ja da irgendwo parken. An der Seite oder so. Oder vorm Hotel. Also. Werde noch ein bisschen filmen jetzt hier in Vegas. Die Straßen. Und dann werde ich mal gucken, was passiert hier heute noch. Ne? Also bis dann. Tschüssi.
So, fertig für heute. Bin jetzt am Truckstop auf der Pilot in Vegas und habe natürlich keine Ladung bekommen heute. Hätte noch eine kriegen können nach Florida runter, aber da war jemand, der hat geboten, dass er für weniger fährt und ja, sollen sie fahren. Wenn sie was zu verschenken haben, dann sollen sie machen. Ich habe nichts zu verschenken und deshalb stehe ich jetzt hier auch noch und warte. Ja, auf jeden Fall ist dieses Video jetzt hier beendet und hoffe, hat euch gefallen. Macht einfach einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, Daumen zur Seite, wie ihr wollt. Und viel Spaß beim nächsten Video dann. Bis dann, tschüssi und bye bye.